Ich heiße Albert Gurf, wohne in Isingen, bin auch dort geboren, als sechster Sohn der Eheleute Rudolf und Rosa Gurf. Ich bin in Isingen in die Kinderschule gegangen, zeitweise, dann in die Volksschule, 7,5 Jahre, wurde dann Ende März 1952 konfirmiert. Und ich habe kurz vor der Konfirmation eine Lehrstellenzusage für die kaufmännische Ausbildung bei der Firma Wilhelm Sülzle in Rosenfeld erhalten. Das war ein Glücksfall für mich. Vermittelt wurde das vom Isinger Pfarrer. Und er hat mich hoch gelobt, so wie er mir sagte. Und ich konnte mich dann vorstellen bei der Firma Blickle, beziehungsweise bei der Firma Sülzle noch. Ich aber bei Herrn Blickle, er war dort Prokurist und kaufmännischer Leiter. Und unter anderem hat er mich vor allem Kopf rechnen lassen. Das war sowieso eine meiner Stärken. Das war auch mein Glück, dass ich prompt die Zusage bekam, am 2. Mai 1952 die Lehre als Kaufmann bei der Firma Sülzle zu beginnen. Ich habe dann eine Weiterbildung, die Herr Blickle mir vermittelt hat in einem anderen Unternehmen, noch mitgemacht. Ich durfte dort relativ viel von Leitungen und allen möglichen Abteilungen erfahren und kam dann wieder zurück in die Firma Blickle. Allerdings ist dann Herr Blickle kurzfristig verstorben, Ende Januar 1961. Natürlich musste damals der Lehrling, ich war ja der einzige kaufmännische Lehrling in dem Unternehmen, das Vesper für die anderen Angestellten holen, die Postgänge gemacht, also Botengänge und so weiter. Das war eine auch interessante Zeit. Ich war körperlich noch sehr klein. Ich war, als ich die Lehre begonnen hatte, 1,44 groß. Und damals, ich brauchte einen Arbeitsmantel, das war wichtig, einen grauen Arbeitsmantel. Den musste meine Mutter noch etwa 20, den kleinsten, den wir kaufen konnten, noch 20 cm hochnähen. Die Lehre war schon streng. Der Herr Wilhelm Sülzle war ein fürsorglicher Lehrherr, aber auch streng. Also als ich mal zu lange am Abend noch da war, hat er mich nach Hause geschickt und geschimpft, dass ich nicht so lange bleiben soll. Der Herr Blickle hat mir dann aber noch ein kleines Trinkgeld gegeben, weil ihm gefallen hat, dass ich so lange die Stellung hielt. Ich habe auch die Ablage gemacht und dort einige Dinge selbstständig verändert, für die ich dann nicht nur Lob bekam. Aber ich war irgendwie stolz darauf, da was geschaffen zu haben, was sinnvoll ist. Die Ausbildung ging dann weiter, mehr in der Industrie wie im Ladengeschäft. Aber zum Schluss hat mich dann Herr Wilhelm Sülzle auf die Eisenhändlerprüfung gut vorbereitet, hat mich sehr viel Berichte schreiben lassen und so weiter. Und ja, auch das war eine für mich sicher gute Zeit. Die Entwicklung der Firma selber, die war zunächst so, dass die Eisenhandlung im sogenannten Sülzlehaus zu Hause war. Die Firma Wilhelm Sülzle KG war im Gebäude, im Nachbargebäude untergebracht und die Firma Blickle in der sogenannten Werkstatt untergebracht. Die Firma Blickle war dort sowohl mit der Produktion, mit dem Werkzeugbau und mit der Verwaltung in diesem Gebäude tätig. Das Gebäude ist inzwischen abgerissen worden und daraus ist dann das Wilhelm-Sülzle-Platz geworden. 1953 fand die Ausstellung Schwäbischer Fleiß in Balingen statt und dort hat die Firma Wilhelm-Sülzle ausgestellt. Das war noch die alte Firma, unter anderem verschiedene Landmaschinen und unter anderem auch den Syro-Jauche-Verteiler, den durfte ich als Lehrling vorführen. Und zwar war damals verhältnismäßig neu der Jauche-Verteiler mit Schlauchanschluss. Und da habe ich dann vorgeführt, wie man mit dem Schlauch zu den Rüben und zum Kraut mit der Jauche kam. Ganz besonders einschneidend für mich war die Zeit in der Buchhaltung. Ich wurde in der Buchhaltung, die ja noch damals von Hand geschrieben wurde, eine Fortschritt-Durchschreibe-Buchführung hieß das. Und die habe ich dann gut vermittelt bekommen und fühlte mich auch dann wirklich gut in Sachen Buchhaltung.
Zum einen, die Firma Sülze war ja noch kein typischer Industriebetrieb und auch die Firma Blickel in den Anfängen mehr ein Handwerksbetrieb wie ein Industriebetrieb. Aber man hat ja Produkte auf den Markt gebracht, die eindeutig aus industrieller Fertigung kommen konnte. Und da konnte man dann auch durch die Industrieart weiterentwickeln. Damals gab es in Rosenfeld zwei größere Firmen, aus unserer Sicht größere Firmen. Das war einmal die Firma Beuter, die Uhrenfabrik, die kurz nach dem Krieg hier in Rosenfeld begonnen hat. Die Herren Beuter waren, wenn ich es richtig weiß, zunächst in Pforzheim tätig. Pforzheim wurde ja ganz ausgebombt und deshalb sind die wohl nach Rosenfeld gekommen und haben hier mit einer Uhrenfabrik begonnen. Es kam dann nicht allzu viel später die Rosenfelder Knopffabrik, eine Perlmutterwarenfabrik dazu, die dann, wenn ich es richtig weiß, einige Brüder von mir haben dort auch gearbeitet, mal über 200 Leute schon beschäftigt sind, wo Blickle noch vielleicht bei 40, 50 Leuten war. Blickle war dann aber schon das drittgrößte Unternehmen, was die Mitarbeiterzahl betrifft, und hat sich dann nach und nach immer weiter entwickelt. Sicher auch deshalb, weil Herr Heinrich Blickle wohl mit der Entscheidung auf Räder zu setzen, Räder herzustellen und so weiter, Rollen kamen ja dann mit dazu. Man soll wissen, Räder sind eben einzelne Teile, während Rollen, da sind die Räder dann in Gehäuse, in Lenkrollengehäuse und Bockrollengehäuse eingebaut. Ach so, ja. Es war so, dass wir die Rechnungen ja damals alle auch mit der Maschine geschrieben haben, meistens mit mehreren Durchschlägen, so mit der Schreibmaschine. Damals konnte man ohne weiteres 5, 6 Durchschläge noch machen, allerdings nur auf dünnes Durchschlagspapier. Die Rechnungen wurden täglich geschrieben und von Herrn Blickle persönlich kontrolliert. Dabei hat er immer auch den Rechenschieber benutzt, Rechenmaschinen gab es noch nicht. Und er hat dann doch immer genau geprüft, ob alles auch stimmt. Und auch im Ladengeschäft hat man einen Rechenschieber benutzt, wenn man irgendwie einen Artikel kalkuliert hat und den Verkaufspreis festgelegt hat. Und unser Ladenchef konnte sehr gut mit dem Rechenschieber umgehen. Ich selber habe es auch gelernt. Allerdings könnte ich das heute nicht mehr so ohne weiteres. Nur, ich habe dann immer im Kopf gerechnet, wenn er mit dem Rechenschieber tätig war. Und häufig war ich schneller wie er mit meiner Kopfrechnung. Aber beides dann miteinander zu vergleichen, war ja nicht verkehrt. Man hatte ganz feste Arbeitszeiten. Die mussten unbedingt eingehalten werden. Man durfte also auf keinen Fall zu spät kommen. Am ehesten zu spät kam damals ein älterer Meister. Der hat es immer ein bisschen knapp gehabt, aber sonst hat man darauf geachtet, dass die Mitarbeiter und die Angestellten doch sehr pünktlich erscheinen. Und mit dem Feierabend, dort war es unterschiedlich. Die Arbeiter haben immer ziemlich genau Feierabend gemacht. Die Angestellten haben meistens ein bisschen die Zeit überziehen müssen. Übrigens, wir hatten zunächst in meiner Lehrzeitbeginn noch die 48-Stunden-Woche. 6 mal 8 Stunden. Und das hat sich aber relativ bald dann etwas doch geändert. Ich weiß aber nicht mehr, wann man auf 45 bzw. 40 Stunden umgestellt hat. Zum Beruf selber, ich bin sehr viel gereist. Im In- und Ausland. Ich war ja auch fürs Ausland zuständig, obwohl ich keine Fremdsprachen konnte. Das habe ich in der Volksschule nicht gelernt und musste dann eben mich mit Dolmetschern behelfen. Einer der Dolmetscher war unser Schweizer Niederlassungsleiter. Der war nur ein Jahr jünger wie ich, aber er konnte gut Französisch und auch Englisch etwas. Und der hat mich dann auf einzelnen Reisen begleitet, insbesondere natürlich in Frankreich. Und dann hatten auch die Junioren Blickle, zunächst der zweitälteste Sohn von Frau Blickle, mich auf Auslandsreisen begleitet. So war ich, da bin ich auch stolz drauf, eine Woche in Persien, in Teheran, auf der Messe hauptsächlich tätig, um nach Kunden zu suchen und Verbindungen zu knüpfen. Ich war auch in Algerien, um dort Kunden zu besuchen, auch mit Karl-Hermann Blickle. Und dann auch später mit Reinhold Blickle größere Reisen unternommen.
Ganz besonders natürlich war interessant nach der Wende, Anfang der 90er Jahre, die DDR zu bereisen. 1967 wurde mir dann als 28-Jähriger die Verkaufsleitung übertragen, sodass ich die nebenbei, kann man fast sagen, die Verkaufsleitung machte. Ich denke, annähernd 50% meiner Tätigkeit galten allen möglichen anderen organisatorischen Aufgaben im Unternehmen. Nachdem ich die Verkaufsleitung übernommen hatte, gab es auch gleich einige wesentliche Veränderungen in der Marktbearbeitung. So haben wir zunächst begonnen, umzustellen vom Handelsvertreter. Wir hatten viele Handelsvertretungen in Deutschland, auf angestellte Reisende. Da haben wir mit zwei jungen Männern, die keine Reiseerfahrung vorher hatten, begonnen. Die durfte ich dann führen und immer weiter voranbringen. Das hat auch gut geklappt, sodass wir nach und nach auch andere Reisegebiete mit angestellten Reisenden bearbeitet haben. Wir haben auch 1967 noch, das war auch auf ziemlich mein Betreiben hin, eine Niederlassung in der Schweiz gegründet, auch eine Vertriebsniederlassung. Und das war eigentlich der Beginn dann überhaupt, was Marktbearbeitung betrifft, andere Wege zu gehen wie bisher. Meine Devise war schon recht früh, wer den Markt hat, hat die Macht. Und so haben wir dann relativ schnell da und dort unsere Marktanteile deutlich verbessern können. Es folgte dann 1972 eine weitere Niederlassung in Frankreich, Blic de France, die vor kurzem Jubiläum gefeiert hat. Und ja, es folgten dann weitere Ländervertretungen. 1986 dann die dritte Verkaufsfiliale in Schweden und in den 90er Jahren kamen dann mehrere Filialen dazu. Ich war auch hier dann immer mit von der Partie, wenn es um diese Entscheidungen ging. Ich wünsche mir für die Rosenfelder Industrie, dass sie ein weiter großes Vorwärtskommen hat. Insbesondere natürlich denke ich hier an die Firma Blickle, die sich ja inzwischen sehr prächtig entwickelt hat. Es sieht aber ganz gut aus, dass sie ist inzwischen auf der Welt die Nummer 1 in der Räder- und Rollenbranche. Und sie wird sich, ich denke, diesen Platz weiter behaupten. Das wünsche ich mir. Und ich wünsche mir insbesondere jetzt für die junge Generation, die so langsam immer mehr das Zepter übernimmt, dass sie auch eine glückliche Hand hat in ihren Entscheidungen. Dann ist mir nicht bange, was die Vorwärtsentwicklung der Firma Blickle betrifft. Für die anderen Firmen hier in Rosenfeld kann ich nur sagen, dass ich sehr viel Respekt habe von mehreren Unternehmern, die von klein auf das aufgebaut haben. Und auch denen wünsche ich natürlich ein gutes Vorwärtskommen, teilweise jetzt auch schon in der nächsten Generation geführt.